It's you and I. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Forever Stranded Lost Souls mit Quizzle. Hallo. Wo er auch immer steht. Na, immer noch da, wo ich hingehöre. In seinem System. Sklavenarbeit aus. Genau. In der Zeit, wo wir nicht aufgenommen haben, ist ein bisschen was aufgefallen, dass wir kein Wasser mehr haben, dass der Strom nicht reicht. Zum Ende der letzten Folge haben wir ja auf einmal festgestellt, wir haben zu wenig Strom, weil ich einen großen Kern anschmeiße. Dann habe ich noch gesehen, dass wir keine Diamantseeds haben und kein Nickel. Das ist mir jetzt so zwischendurch mal ein bisschen aufgefallen. Das mag stimmen. Strom wird sich als erstes drum gekümmert. Ja, Küsse kümmert sich jetzt ein bisschen um Strom und ich baue schon mal so weit. Diese Hälfte vergessen. So weit das System weit auf. So, wir braten jetzt erstmal hier den Krams durch. Zack, boom, da, plopp. Aber wenn man das automatisiert hinkriegt, man hat ja hier. Da. Ne, er hat Hardened nicht. Doch, da. Dann machen wir nochmal ein Hardened. Ein Reinforced und ein Signalum. Schnellen Ofen brauchen wir sowieso. Haben wir auch noch. Haben wir nicht, ne? Ihr habt jetzt habt ihr bestellt soweit. Naja, ich brauche ja die Dings, die, wie heißen sie denn? Die Augments. Ja, bestellt. Ach, die heißen jetzt so, okay. Wobei, 4 ist nicht ein bisschen Fülle, ne? Flup. Flup. Na, heute mit dem Strom nicht gegen ankommen, würde ich mal behaupten. Wohl noch sieht es ganz gut aus. Mal gucken, wie lange er das mitmacht. Gut. Denn was leider wie immer die einfachste Methode ist, wahrscheinlich extrem viel Strom zu generieren, ist wie immer der Reaktor. Oh, mal gucken, ob wir uns nicht einfach hier mal das billigste Rezept machen können. Los für das. Ich habe keine Pattern. Eins. Ich nehme dann mal kurzzeitig ein paar Rezepte raus, ne? Aus dem Nikolai Assembler. Boah, gedauert das lange. Sind die Maschinen da noch nicht geupgradet? Oder warum dauert das so lange, dass er die Sachen macht? Doch. Ja. Die sind auf Signalum, sind sie alle geupdatet. Und haben auch alle die Augmenschen drin. Okay. Sieht extrem langsam aus. Also 10 Pattern zu bestellen alleine. Finde ich schon krass. Jut. Ist ja noch nicht volle Geschwindigkeit, ne? Warum? Weil ich da noch nicht weitergemacht habe und weil das auch, glaube ich, nicht zu teuer war. Wir uns nicht leisten konnten und so weiter. Ja, ich meine, woran fehlt's? Also was ist denn... Ob. Wo ist die Geschwindigkeit noch nicht voll? Warum ist die Geschwindigkeit noch nicht voll? An was? Weil die Teile noch fehlen. Es fehlt noch... Enderium-Bahn, glaube ich, habe ich noch nicht automatisiert. Genau. Nee, die Frage ist, zieht auf was anderes raus. Was fehlt denn, damit es schneller wird? Das Update. Also das die Maschinen sind nicht schnell genug. Also es liegt nicht am Kabel oder irgendwie sowas. Weil nein. Im Moment wirkt es so, als ob die Maschinen nicht schnell genug befüttert oder entleert werden. Nein. Also sind die Maschinen das Problem, der Engpass? Ja, natürlich sind die Maschinen. Ja, das weiß ich ja nicht. Genau deswegen frage ich ja nach.
woran es denn eigentlich scheitert. So, wir brauchen davon zwei Stück. Gissing. Ich muss die ganze Wand nochmal um einen versetzen. Und kein Eisen. Wirklich? Silber, Zertusquarz. Auf der anderen Seite gehen. Feuer. Jede Menge Info haben wir hier drin. Iron. Da. Deswegen habe ich da auch schon ein bisschen versucht, was Unfugmäßiges rauszuholen. Eins. Mal ein bisschen Eisen machen. Das dürfte reichen. Ja, Casey. Casey, mach doch mal 100. Start. Und das dürfte jetzt super schnell gehen. Hast du die Molecular Assembler mit Acceleration Cards ausgestattet? Das ist auch nicht so super lang. Ah, das erklärt vieles. Also es ist nicht nur die Maschinen das schuld, sondern auch andere Dinge noch. Ja, konnte ich nicht machen. Ich frage ja auch nur, damit man überhaupt mal sieht, wo man steht. Accessport brauchen wir zwei. Wir brauchen ein... Ein davon. Ah. Yellorium fehlt auch. Das fehlt zurzeit so an vielen Ecken und Kanten. Ja, jetzt haben wir zumindest mal 40. Aber wir sind ja bei. Ja. Davon zwei. Wie groß möchtest du den Reaktor denn haben? Wie viel F produzieren wir denn jetzt ungefähr? 300-400. Also 3-4000 möchte ich schon haben erstmal. Wenn das machbar ist. Ich weiß nicht, wie sie den hier eingestellt haben, diesen Modpack. Das ist jedes Mal mit dem Reaktorbau immer eine schöne, riskante Frage. Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Werden wir sehen. Bau ihn auf. Bau ihn erstmal das Kleinste auf, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was er bringt. Meinst du, ich nehme mal Zettel. Zettel, Stift. Können wir ja noch vergleichen, ob mit Luft gekühlt, ob er normal. Was das für einen Unterschied bringt, das mache ich auch immer gerne. Das schiebt aus hier von oben. Ich weiß, ich muss die Steine ja nochmal abbauen, den Cobblestone. Aber das ist nur eine kleine Testaufbau. Da haben wir auch noch einen vergessen.
So, nehmen wir den noch mit und dann, wo soll er hin? Oh, keine Ahnung. Such den Plus. Habe ich Reaktor in Tasche. Hier so mitten über den Kern drüber? Na, auf deiner Seite von den. Hier auf der anderen Seite, wenn du. Du kannst ihn gerne hier hinten hinbauen. Hier. Wenn der Platz nicht reicht, kannst du ihn bauen. Wir nehmen das Kuh noch hin oder wie hast du dir das jetzt gedacht? Ja, ja. Ich muss so an 7x7 erstmal gedacht. Das heißt, ist das Kuh auch 4 breit? Ja, es wird so genauso breit werden. Das heißt, wir hätten. Ich muss nur die Wand. Du hörst mir ganz gut zu. Ich muss die rechte Wand nochmal um eins verschieben. Nicht, dass ich das hier ja, nicht aber das R bleibt ja da. Ich richte mich jetzt am R hier aus. Ja, ne? Ja. Das R bleibt, genau. 3, 4, 5, 6. Nicht, dass wir uns sehr nähern, wieder missverstehen oder so. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie hoch ist denn dieser Raum hier? Gute Frage, nächste Frage. Aha, gut. Gut, dass ich gefragt habe. 30? 20? 24? Hoch? Nein. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann versenke ich nur doch einen im Boden. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also einen ganzen Boden versenken. So, nur noch die Spitze rausgucken. Ja. Können wir machen. Weil die Kabel kann ich auch drumrum legen. Ja, wir brauchen so ein bisschen, dass man an den Controller wenigstens drankommt. Da möchte ich nicht immer unten drunter kriechen. Ja. Dass da so zwei rausguckt, ne? Dass man noch, oder drei, dass man so eine bequeme Arbeitshöhe hat. 3 ist doch gut. Jo, jo, jo. Und sonst so? Was macht die Kunst? Was macht dein Internet? Ja, ja, ja. Vielleicht der Support. Immer nichts behoben. Die arbeiten dran. Hast du mal bei dir einen Vertrag geguckt, wie viel Ausfallzeit sie dir garantieren oder haben dürfen, bis sie mindern müssen? Ich hab gar nichts von geredet. Ja, natürlich erzählen sie dir das nicht, aber. Ja. Du hast den Vertrag auch nicht gar nicht weiter ausgeholt wieder. Die hab nur. Ich hab mit einem Techniker gesprochen das erste Mal. Der hatte mir ein Angebot, wir können doch das und das machen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viel Down ich habe, wie viel Up, ne? Ja, muss ich fragen. Er hat eine Viertelstunde gebraucht und gefragt, ne? Mhm. Dann hat er mir das gesagt, dann habe ich gesagt, ja, schön und gut, ist das Kabel, ne? Richtig laut, ist das Kabel oder ist das über Telefonkabel, ne? Extra nochmal so betont. Es ist über Kabel. Gut, dann habe ich gesagt, das können Sie gerne jetzt hier beenden, einstellen, was auch immer. Ich möchte es nicht. Es ist schlechter. 100.000 und 25 soll ich sehen. Nee, 400.000 und 25 soll ich kriegen. Habe ich gesagt, nein, danke. Ich habe jetzt eine 100.000 Leitung und 30.000 Upload. Ich brauche mehr Upload. 40. Ne? 40. Mhm. 40 oder was auch immer. Ja. Ich habe aber nicht ganz 40 ankommen, 30 so. Bringt mir nix, möchte ich nicht haben. Ich brauche mehr Upload als Download eigentlich. Ja. Ne? Ja, ist okay. Ja, nee, ist okay. Kann ich verstehen. Das ist ja dann ein Update, oder ein Downgrade von ihrer Leitung. Ja, okay. Ich möchte das dann also bitte nicht haben. Ja, ist okay. Dachte mir, ja gut, konnte nichts machen und auch wegen Speedtest und so weiter muss ich ja auch mal machen. Theoretisch hat sich die Sache erledigt. Ja. Ich ahne Schlimmes. 2 Tage später krieg ich eine E-Mail. Sie haben einen neuen Anschluss bestellt und so weiter. Ich überlege, ich habe doch gesagt, ich will das nicht. Na gut, ruf bei Vodafone an. Hab eine Frau dran gehabt, habe ihr das gesagt, dass ich das nicht haben möchte, weil das mir nichts bringt. Und so schön auch wieder alles erklärt. Und pipapo, auch mit dem Speedtest und die alles so weiter. Und dass sie das bitte löschen möchte, das bitte rausnehmen möchte. Ja, mach ich.
Gut. Dachte, ja gut, ist das Thema durch. Bist du ja erstmal raus, brauchst dir nichts weiter im Kopf machen, ist das Thema durch. Problem hast du so oder so, weil ich weiß ja, wo der Problem ist, das haben sie mir auch gesagt. Das ist nämlich ein Kasten, komm gleich zum Bauen hier gerade, weil ich rede. Ist okay. So, und dann auf einmal auf Arbeit, in der Mittagspause. Denk, wer ruft mich denn jetzt hier in der Mittagspause an? Ein Techniker. Ups, haben wir einen Namen genannt. wann möchten Sie, wann soll ich denn vorbeikommen wegen Anschluss? Was für ein Anschluss? Ja, ich möchte meinen wieder haben, den ich gebucht und bestellt habe. Ja, ich will da keinen Anschluss, ich habe keinen Kabelanschluss bestellt und bla, ich habe da Vodafone angerufen und ja, was machen wir denn? Ja, warten Sie mal, ich rufe mal bei Vodafone an, dann Vodafone wieder angerufen. Ich habe gesagt, ich habe jetzt kommt ein Techniker. Wollen Sie wirklich den Techniker rausschicken, dass ich den wieder nach Hause schicken kann? Und das dann auch mal erklärt, weil das baulich auch nicht so einfach ist bei mir. Und so weiter, Ja, dann lösche ich das jetzt, ja. Dann habe ich den Techniker wieder angerufen und gesagt, ich habe aber Vodafone angerufen. So. Und jetzt stehe ich hier. Mal habe ich Internet, mal habe ich kein Internet. Ja. Aufgenommen haben sie es. Ich sollte eigentlich eine Benachrichtigung kriegen, sobald das Problem behoben ist. Ich habe auch schon über Social Media mitbekommen von einen Ort weiter, wo das Problem ist, dass da auch Probleme gibt. Das war's. So ist der Stand der Dinge heute. Ja, das ist ja schön. Also es hat sich nichts getan, es ist nichts voran, einfach nichts passiert. Das ist ja echt Hochlebe Vodafone. Ja. So, dazu nochmal zu sagen, mehr oder weniger albern. Dazu nochmal zu sagen, ich habe mich dann selbst nochmal geguckt, weil eine 400.000 Leiter, habe ich mir gesagt, ja gut, wenn sie eine bessere Leitung anbieten können, würde ich ja dann auch was anderes nehmen, ne? Mhm. Weil ich das dann bei Social Media Netzwerken gesehen habe, dass es auch eine 500.000 Leiter gibt und 50. Oh, jo. Naja, jo. Gut, das macht den Käse auch nicht fett, ne? Doch, ist ja ein bisschen mehr. Ne? Dachte ich dann nochmal bei Vodafone angerufen und so weiter. Ja, die ist bei Ihnen verfügbar, auch selber verfügbar, Test gemacht. Die könnten sie buchen. Na gut, jetzt. Das ist die Sache. Ja, aber auch per Kabel oder was? Ja, auch per Kabel, genau. Ja, aber Kabel geht doch baulich bei denen, hast du gesagt. Genau, baulich. Jetzt ist die Sache, die schalte ich Ende des Jahres erst. Ob ich mit dem Vermieter frage und spreche, ob ich das umbaue oder ein Kabel hochziehe und ob er das macht, ob ich das alleine machen muss und so weiter. Da bin ich dann. Ja, ist schon alles witzig. Ja. Will ich aber auch erst Ende des Jahres machen, weil wegen Zimmerumbau auch wieder das gleich in einen Rutsch durchmache. Los. Das ist schon echt alles witzig. Ja. Ich bin froh. Naja, ich sage ja nicht ohne Grund, ich bin froh, dass ich Telekom-Kunde bin. Da ist das alles ein bisschen einfacher. Das funktioniert wenigstens. Das muss man den Jungs lassen. Sie sind vielleicht nicht die günstigsten, aber es funktioniert. Telekom ist immer die einzige Firma, die ich bisher in meinem Leben kennengelernt habe, wo hier schon mal am 25.12. einer in einem Loch gestanden hat und geschippt hat, um so einen Baggerfehler wieder auszugleichen. Das habe ich von Vodafone noch nie gesehen. Vodafone, sagen wir es mal so, das Netz gehört der Telekom. Vodafone hat sich das nur gemietet. Ja, Vodafone jetzt als Beispiel. Du hast schon recht. Ja. Aber ich habe halt auch von anderen Firmen so das noch nie gesehen. Ne? Dass da am 25.12. vormittags einer in so einem Loch steht und gräbt. Ja, und meistens ist das auch nicht die Telekom. Also außer Avacon und es ist Gas. Ja. Dann sind die Jungs ganz schnell. Ja, aber das ist aber auch alles auch nur Fremdfirmen, die es bei uns machen.
Also ist nicht direkt vielleicht ein Anschluss schalten oder so bei der. Das macht die Telekom, das schickst du wirklich einen Telekom-Techniker raus. Okay, jetzt bei dem Kabelanschluss habe ich ja selber gesehen, dass es kein Telekom war, keine Firma von der Telekom, es war eine Subfirma. Kann man so sagen. War eine Ort, alles, was wir abgeben können. Genau, es war eine ortsansässige Firma, kannte ich auch, weil ich auch aus dem Bereich komme, aus dem Elektrobereich. Ja, ist schon seltsam. Aber ich sage, ich kann mich nicht beschweren, bei uns funktioniert das immer grandios alles. So. Willst du gucken kommen? Ja. Habe fertig. Ja, du hast fertig. Ich habe heute diesmal an der Folge nicht viel geschafft. Ja. Sehr schön. Den ersten Turm steht auch schon. Sieht schon schick aus. Also die Ports hier kommen noch auf die andere Seite. Die sind nur dazu da, damit ich jetzt halt mal kurz ran kann. Die stellen wir dann auch noch nach hinten, ne? Dass nur noch der Controller hier oben ist. Genau. Kannst du den dann nicht... jetzt mal... Können wir den ja nochmal umbauen und den Dings von oben rauf machen? Was? Den Controller? Geht das auch nicht? Meines Wissens kann der nicht oben drauf. So, drück mal starten. Guck mal, was passiert. Ja. Röms, wie viel wolltest du haben? Ein bisschen was. 2, 3. 3000, 3500. 3500. 3,6. 3,8 ungefähr wird er wahrscheinlich landen. Gekühlt? Oder nö, war... Luft gekühlt. Also Luft einfach nur drin. Ja, ja. Top. Nichts gemacht. 3,7. 200 Millibuggert. Ist okay. Reicht für uns. Ja, den können wir ja nochmal. Stopp. Was hat er verbraucht? Nicht mal einen. Witzig. Naja. Tut's. Würde ich behaupten. Mega leck. Wenn du die jetzt hinstellst, dann machst du gleich Acceleration Cuts rein. Ne? Wenn du das nachher machst, hast du ein Problem. Also so geht's viel schneller. Hatte ich mir auch, aber ich kann die gerade nicht craften. Muss ich mal gleich gucken. Tausche ich die Dinge erstmal wieder aus, die Rezepte. Die Pattern schmeiße ich einfach rein ins System. Ne? Vielleicht brauchen wir sie ja nochmal. Ja. Flup. Ah. Den weg. Ups. Den rein und den rein. So, ich würde sagen. Strom habe ich gekümmert. Dann kann ich ja jetzt mich kümmern um das ME-System. Ja. Also um das Seed im E-System. Genau, das ist eigentlich mal. Auch ganz viele Ender Chests. Gut. Sonst noch lustige Dinge? Ja, und die ganzen Seeds, die ich hier da vorgelegt habe in der Truhe. Diamanten, unbedingt Diamanten. Wir haben keine Diamanten mehr. Diamanten und Nickel. Ja, machen wir doch. Gut. Hast du die Blöcke auch reingeschmissen oder hast du eben gerade reingeschmissen? Was? Die Blöcke, die Diamantblöcke. Die habe ich mir in die Tasche gesteckt, damit sie nicht verschwunden gehen. Sehr schön. Das hast du gut gemacht. Weil das ist mein Problem. Darum konnte ich keine Isolation Card bauen, weil die Diamanten fehlen. Jetzt weiß ich, wo der Haken war. Aha. Siehst du? Gut. Dann bis zum nächsten Mal, oder? Genau. Ich mache irgendwie zwischendurch jetzt mal die beiden Seeds nochmal fertig. Da müssen wir sowieso noch was einfallen lassen. Damit endlich die Türme da ans Laufen können, damit wir endlich Garden Closures bestellen können, damit wir dann endlich vorankommen. Ne? Genau. Tschüss. Tschüss.